Hier soll es um parametrisierte Flächen gehen. So, und zwar um zwei bestimmte. Einmal werden wir uns mit einem Dreieck und mit einem Parallelogramm beschäftigen. So, wir starten mit drei Punkten A, B und C. Diese bilden ein Dreieck. Und auf der Grundlage von diesem Dreieck bilden wir einen weiteren Punkt, den Punkt D, sodass das Viereck ABDC ein Parallelogramm bildet. Das heißt, also ein Parallelogramm ist ein Viereck, in dem die gegenüberliegenden Seiten gleich lang und parallel zueinander sind. Das bedeutet, dass AB und AD als Vektoren gleich sind. Und vorsichtshalber sagen wir auch, dass der Vektor AC und BD auch gleich lang sind, gleich sind als Vektoren. Das bedeutet, der Weg von A nach B verläuft genauso wie der Vektor, der Weg von C nach D. Und entsprechend der Vektor von der Weg von A nach C ist im Prinzip das gleiche wie der Weg von B nach D. So, nun wählen wir drei Punkte. Einen Punkt P. Dieser liegt innerhalb des Dreiecks ABC. Und dann gibt es einen Punkt Q. Dieser liegt nicht innerhalb des Dreiecks, aber innerhalb des Parallelogramms. Und dann nehmen wir einen dritten Punkt, den Punkt R. Der liegt weder in dem Parallelogramm noch in dem Dreieck. Dafür aber in der Ebene durch die Punkte A, B und C. So, das sind auch, werden auch die drei Objekte sein, mit denen wir uns befassen werden. Und ich würde gerne diese Eigenschaften durchnummerieren mit kleinen lateinischen Buchstaben. Dann haben wir einmal die Ebene A, B, C. Das ist dann x ist gleich OA plus t mal Vektor AB plus s mal AC. Und t und s sind reellen Zahlen. So, dann haben wir das Parallelogramm ABDC. Und das ist gegeben durch x ist gleich OA plus t mal AB plus s mal AC. Also das ist im Prinzip die gleiche Gleichung wie die von der Ebene. Ich mache mal das Viereck hier, so dass es mehr nach einem Parallelogramm aussieht. Also es sieht im Prinzip genauso aus, was man aber anders macht. Wir müssen die Parameter so einschränken, dass wir unseren Parallelogramm nicht mehr verlassen können. Also wenn wir entlang von AB laufen, können wir nicht nach da gehen. Das wäre ja zu weit weg. Das bedeutet, unser t darf ja höchstens 1 sein und muss auch mindestens 0 betragen, damit wir uns nicht nach da bewegen. Und das gleiche muss für S gelten, damit wir nicht außerhalb von, also da, damit wir von A aus nicht über den Punkt C hinaus uns bewegen können. Und wenn beides gegeben ist, wenn T und S beide Zahlen zwischen 0 und 1 sind, dann können wir ein Parallelogramm parametrisieren. Und dann geht es noch um das Dreieck ABC. So, das ist x ist gleich OA plus t mal AB plus s mal AC. So, auch hier dürfen wir nicht über das, also über die Punkte B und C hinaus uns bewegen, also t und s sind
Zahlen zwischen 0 und 1. Da bei einem Dreieck gibt es aber noch eine weitere Einschränkung, und zwar t plus s dürfen in der Summe nicht größer sein als 1. Na, also t plus s kleiner gleich 1. Wenn wir uns die Punkte angucken, haben wir folgendes: p liegt in dem Dreieck ABC und damit in dem Parallelogramm ABDC und damit auch in der Ebene. So, ABC wollte ich im Index schreiben. So, das heißt, P erfüllt die Eigenschaft A, die Eigenschaft B und die Eigenschaft C. So, Q liegt nicht in dem Dreieck ABC. Q liegt aber in dem Parallelogramm ABDC und damit auch in der Ebene. Das heißt, für Q gilt nur A und B als Eigenschaft. So, und dann haben wir den Punkt R, der liegt außerhalb des Parallelogramms. Das heißt, R liegt weder im Dreieck ABC noch in dem Parallelogramm ABDC. Das heißt, für R gilt nur die Eigenschaft A. Kommen wir zu einem Beispiel, und zwar gucken wir uns folgende Punkte an: Punkt A mit den Koordinaten 1, 1, 1, den Punkt B mit Koordinaten 2, 3 und 4, den Punkt C mit den Koordinaten 1, 2, 2 und den Punkt D, den wir eigentlich nicht verwenden werden, 2, 4 und 5. So, dann die Punkte, die wir untersuchen werden: Punkt P mit den Koordinaten 1,5, 2,25, 2,75, den Punkt Q mit den Koordinaten 2, 3,5, 4,5 und den Punkt R mit den Koordinaten 3, 7 und 9. So, das erste, was wir machen, wir stellen die Ebenengleichung der Ebene durch die Punkte A, B und C. So, nun haben wir den Stützvektor als den Ortsvektor des Punktes A plus t mal den Vektor AB. Das heißt, wir ziehen von dem Ortsvektor B den Ortsvektor A ab. Dann bekommen wir 2 minus 1 ist 1, 3 minus 1 ist 2, 4 minus 1 ist 3 plus s mal den Vektor AC. Das bedeutet 1 minus 1 ist 0, 2 minus 1 ist 1 und 2 minus 1 ist 1. Na, die Koordinaten, die Parameter sind erstmal reelle Zahlen, und nun werden wir die Punktproben machen, indem wir einfach den Ortsvektor des Punktes P gleich der Parametergleichung der oder der Parameterdarstellung der Ebene durch ABC gleichsetzen. Das heißt, auf die rechte Seite kommt 1, 1, 1, der Stützvektor plus t mal 1, 2, 3, der erste Spanvektor plus s mal 0, 1, 1. So, wir werden den Taschenrechner benutzen mit dem Befehl linsolve. Damit wir linsolve benutzen können, gehen wir in Menü Nummer 3 Algebra 7 Gleichungssystem lösen und unter 2 System linearer Gleichungssystem. Nun haben wir drei Gleichungen, da wir ja 1, 2, 3 Zeilen haben und die Variablen lauten nicht x, y, z, sondern t und s.
So, nun geben wir zeilenweise die Gleichungen ein. Das heißt, 1,5 ist gleich 1 plus t mal 1 plus s mal 0. Also 1,5 ist gleich 1 plus t mal 1 plus s mal 0. So, dann 2,25 ist gleich 1 plus t mal 2 plus s mal 1. 2,25 ist gleich 1 plus t mal 2 plus s mal 1 und 2,75 ist gleich 1 plus t mal 3 plus s mal 1. Das ergibt sich aus der dritten Zeile. 2,75 ist gleich 1 plus t mal 3 plus s mal 1. So, wenn wir jetzt auf Enter drücken, bekommen wir das Ergebnis t gleich 0,5 und s gleich 0,25. Das heißt, wir bekommen t gleich 0,5 und s gleich 0,25. Damit ist t und s aus dem Intervall zwischen 0 und 1. Und gleichzeitig t plus s ist gleich 0,75, weil 0,5 plus 0,25 0,75 ist und das ist weniger als 1. Und damit ist der Punkt P ein Element, also ein Punkt innerhalb des Dreiecks ABC. Das gleiche machen wir für den Punkt Q. Wir finden nun die linke Seite der Gleichung und setzen die Koordinaten 2, 3,5, 4,5, also die Koordinaten des Punktes Q, ein und die rechte Seite kommt von der Ebene durch die Punkte ABC, also können wir alles abschreiben. Auch hier werden wir den Taschenrechner benutzen mit dem gleichen Befehl linsolve. Mit Ctrl und Z können wir den letzten Schritt rückgängig machen und hier die linke Seite verändern. Die erste Koordinate des Punktes Q ist 2, die zweite Koordinate ist 3,5 und vierte Koordinate ist 4,5. Jetzt drücken wir auf Enter und bekommen das Ergebnis t ist gleich 1 und s ist gleich 0,5. So, t ist gleich 1 und s ist gleich 0,5. Damit liegen sowohl t als auch s in dem Intervall zwischen 0 und 1. Allerdings ist t plus s gleich 1,5, da 1 plus 0,5 1,5 ergibt und das ist größer als 1. Damit ist Q innerhalb des Parallelogramms ABDC, aber nicht innerhalb des Dreiecks AB und C, ja, weil die Eigenschaft T plus S kleiner gleich 1 nicht gegeben ist. So, nun kommen wir zu dem Punkt R. Dieser liefert folgende Gleichung. Wir setzen die Koordinaten des Punktes R ein und haben dann den Ortsvektor von R und diesen setzen wir gleich 1, 1, 1, den Stützvektor plus t mal ein Spannvektor plus s mal der zweite Spannvektor. Und auch hier werden wir den grafischen Taschenrechner benutzen mit dem Befehl linsolve. So, auch hier können wir mit Steuerung Z den letzten Schritt rückgängig machen und verändern die Koordinate des Punktes. Wir ersetzen Q durch R, das heißt 2,25
2 wird zu 3, die 3,5 zu 7 und 4,5 zu 9. Drücke nun auf Enter und bekomme das Ergebnis t ist gleich 2, s ist gleich 2 und haben t gleich 2 und s gleich 2. Und jetzt reicht sogar zu sagen, dass t nicht in dem Bereich von 0 bis 1 liegt. Also da müssen wir uns um s gar nicht mehr kümmern. Das bedeutet, dass r ein Element der Ebene ABC ist, weil wir eine Lösung bekommen haben. Aber r ist kein Element des Parallelogramms durch, also zwischen den Punkten A, B, D, C. Und r ist genauso wenig ein Element des Dreiecks ABC.